Die Leute werden zu uns sagen, ich kann nicht einfach meinen Job kündigen, um am Strand herumzusitzen und zu meditieren. Ich kann nicht aufhören mit dem, was ich tue und mir einfach etwas vorstellen. Ich habe Kinder zu versorgen oder Geschirr zu waschen oder Dinge zu tun. Und wir sagen, wir wollen dich nicht dazu ermutigen, mit dem Teil des Tuns in deinem Leben aufzuhören, sondern wir ermutigen dich, dass du einfach ein bisschen weniger tust und dir ein wenig mehr vorstellst. Was wir dir sagen möchten ist, dass eine enorme Macht darin liegt, Energie aufzubauen in einer Form, wie du sie durch eine Orientierung am Tun nicht wirklich kennenlernen konntest. Wenn du einen Gedanken an etwas Gewünschtes findest und diesen Gedanken in reiner Form mindestens 17 Sekunden lang hältst. Es liegt eine enorme Kraft in dem Wort rein, denn rein bedeutet ein Gedanke ohne Gegenrede, ohne Widerspruch. Wenn du einen Gedanken an etwas finden kannst und diesen Gedanken in reiner Form hältst, durch deine Vorstellungskraft, indem du ihn dir vorstellst, vorgibst, dass es so ist oder dich an etwas Ähnliches erinnerst, diesen Gedanken einfach nutzt. Wenn du diesen Gedanken für nur 17 Sekunden lang hältst, gesellt sich ein weiterer Gedanke mit der gleichen Schwingung aufgrund des Gesetzes der Anziehung hinzu. Und wenn diese beiden Gedanken zusammenkommen, kommt es zu einer Explosion der Energie. Um dir eine Vorstellung von der Kraft der Gedanken zu geben, würden wir sagen, dass die ersten 17 Sekunden, in denen sich der Gedanke verbindet, eine Energieausdehnung bewirken, die etwa 2000 Stunden der Aktion entsprechen. Das ist so riesig! Wenn du die nächste 17-Sekunden-Marke überschreitest, ist der Energieausdruck 10-mal so groß wie der erste. 20.000 Aktionsstunden. Nur weil du über die nächste Markierung gegangen bist. Wenn du ihn für die dritte Sequenz von 17 Sekunden hältst, noch einmal 10 mehr. Jedes Mal, wenn es weitere 17 Sekunden der Widerspruchsfreiheit gibt, katapultiert sich der Gedanke auf eine ganz neue Ebene. 68 Sekunden reiner Gedanken hat also eine große Auswirkung auf die Handlung. Deshalb sagen wir, dass jemand, der mit der Quelle verbunden ist, viel, viel, viel mächtiger ist als jemand, der es nicht ist, weil es kein Selbstzerschlagen mehr gibt. Manchmal sagen unsere Freunde, hier stehe ich, aber dort würde ich lieber stehen. Und dann sagen sie, ah ja, Abraham hat uns da doch eine Methode gegeben, wie wir von hier nach dort kommen können. Ich praktiziere diese Visualisierung, um von hier nach dort zu kommen. Und wenn du eine Methode nutzt, um von hier nach dort zu gelangen, schwingst du an beiden Orten gleichzeitig. Du kannst dich also nicht von dort aus bewegen, wo du nicht bist. Für dich ändert sich also gar nichts. Du kannst viel schneller vorankommen, wenn du sagst, ich nutze diese Visualisierung also nicht, um von hier nach dort zu kommen, sondern ich visualisiere aus Freude an der Visualisierung. Wenn du ins Kino gehst, sagst du ja auch nicht zu deinen Freunden, ich gehe in diesen Film, weil es darin um Dinge geht, die ich leben möchte. Und ich denke, wenn ich mir diesen Film ansehe oder so schwinge, wie der Film schwingt, dann wird das Universum es mir liefern. Das ist zwar keine schlechte Art, um an einen Film heranzugehen, aber du gehst nicht mit dieser Absicht in einen Film. Du gehst in einen Film, um dich unterhalten zu lassen. Du gehst in den Film, um dich vom Alltäglichen abzulenken. Und genau so sollst du auch an die Visualisierung herangehen. Visualisiere nicht, um etwas zu erreichen. Visualisiere aus Freude am Visualisieren.